Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten, hier ist wieder euer Bauer Kohl. Immer wenn ich morgens meine Enten rauslasse und sie so ein bisschen hüte, dann denke ich darüber nach, was macht eigentlich die aktuelle Situation mit uns. Und im Moment tun mir gerade unsere polnischen Nachbarn leid. Ja, die tun mir sowieso immer leid, weil wir immer so viele böse Worte auf die haben. Und ich glaube, böse sind nicht die Leute, auf die sich die Worte beziehen, sondern diejenigen, die die Worte geben. Und jetzt haben wir ja von der Seite auch noch die Schweinepest. Ich meine, ist es schlimm? Ich selbst persönlich, ich habe ja den Rinderwahn. Was soll an der Schweinepest passieren? Und übrigens, können wir mit den Schweinen nicht reden, dass sie noch einen vernünftigen Nasen-Mundschutz, so wie wir alle in jeder Situation. Ich meine, das muss doch auch so ein Wildschwein verstehen, dass es sich nicht irgendwie so verhalten kann. Die haben ja schon Zäune gebaut und all solche Sachen. Ich bin der Meinung, so wie wir jetzt die ganze Welt durchtesten, so sollten wir das überall machen. Einen Covid-Test für alle Leute, einen Schweinepest-Test für die Wildschweine, irgendeine Spritze werden wir denen doch da mit so einem Stäbchen in den Arsch schießen können, also die Jäger. Ne? Und bei der Gelegenheit würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht auch einen Intelligenztest für Politiker machen. Vielleicht hilft das. Kann man nicht das eine mit dem anderen verbinden? Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.